Ja, boah, mit Daisy kann man die Kurve hier richtig nice nehmen. Ja, da kommt die Dusche. Ach Mann, ey. Das ist halt so das Ding, ey. Weißt du, jetzt sind wir schon in einem relativ kleinen Raum und trotzdem kommen mir die Blue Shells angeflogen, ja, man wird noch getargetet. Das ist einfach geil. Ich werde mich jetzt bemühen, dass die nächsten Wochen. Und wieder kommen die Blue Shell. Und wieder kommen die Blue Shell. Ich hoffe, wir werden die jetzt nicht komplett noch auseinandergenommen. Ja, wir bekommen eine Fake Box. Er kann uns nutzen. Das ist natürlich jetzt sehr schade an der Stelle. Ich hoffe, er kombot uns nicht. Also versteht mich nicht falsch. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Toadette nicht. Die Toadette ist nicht legit. Ich meine, guckt euch mal an, die überrundet halt fast die Leute. Ich meine, vielleicht ist es in dem Raum nicht besonders. Okay, Alter, die Ratchet geht einfach mir vorbei. Vielleicht ist es in dem Raum nicht besonders schwer, die Leute zu überrunden. Und jetzt hat sie wirklich jemanden überrundet. Aber die ist halt gleich im Ziel. Also wenn das legit wäre, würde mich das sehr hart wundern. Jetzt haben wir einfach im ersten Part einen Hacker hier drin. What the fuck? Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zum Start dieses neuen Projekts auf meinem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel lesen konntet, ja, starten wir heute einen neuen Account mit 5000 Punkten und ja, das ist der erste Part dieser Session. Was soll ich sagen? Ich habe einen neuen Account erstellt, den Keyboard-Account. Wir gehen jetzt das erste Mal auf diesen Account online. Und ja, vielleicht ganz kurz als Erklärung für die Leute, die jetzt noch nicht so lange auf meinem Kanal sind. Ich habe mir vor, ja, jetzt mittlerweile 4 Wochen, also genau vor, ja, na, vor 5 Wochen ungefähr habe ich mir den Daumen gebrochen und kann seitdem leider nicht mehr zocken. Und habe deswegen, ja, entschieden, mal auf Tastatur zu spielen, beziehungsweise es mal auszuprobieren, weil Controller, so mit Controller spielen geht halt leider nicht. Und ja, ich spiele jetzt schon seit einigen Wochen auf Tastatur, habe auch schon ein paar Mario Kart Wii-Videos in diesen Zustand hochgeladen. Und ja, habe dann mal meine Community gefragt, ob sie Bock haben, dass ich einen neuen Account starte und praktisch diesen ganzen Weg von den 5000 VR in Richtung 9000 ja, auf einen neuen Account aufnehme. Und ja, die Resonanz war auf jeden Fall sehr positiv und deswegen machen wir das. Heißt, wie gesagt, wir starten heute auf einen neuen Account mit 5000 und ich freue mich einfach mega, mega auf dieses Projekt. Ohne Spaß. Ich habe richtig Bock darauf. Ich habe die letzten 2 Videos ja schon mal mit Maus und Tastatur gespielt, allerdings nicht mit diesen neuen Punkten, also nicht mit 5000 Punkten. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was wir da heute im ersten Part schon alles reißen können. So, wir haben leider nur einen relativ kleinen Raum gefunden mit 5 Spielern. Ich hoffe, dass diese 5 wenigstens drin bleiben und wir eventuell noch so Richtung 7, 8 gehen. Das wäre auf jeden Fall fein. So Räume mit 7 bis 8 Leuten ist eigentlich immer relativ entspannt. Vor allem auch, weil dann nicht so viele Blue Shells kommen. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blue Shell gezogen wird, einfach geringer ist. Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr feiner Raum. Geiler Punktestand auf jeden Fall von allen. Oh Mann, ey. Das ist wild auf jeden Fall. Das Ding ist, ich finde auch, wenn ich auf dem Main-Account spiele mit 8500 Punkten oder 9000, finde ich sehr, sehr oft auch solche Räume. Und ja, das ist halt immer ein bisschen schade. Aber ich meine, ist auch relativ egal. Ich meine, auf dem Account ist es jetzt sowieso egal, weil hier müssen wir halt nur schauen, okay, irgendwie wenigstens erstmal Mittelfeld landen oder am besten natürlich Erster werden und schon mal schön Punkte mitnehmen. Weil ich glaube, mit 5000 kriegt man hier auf den ersten Platz vielleicht schon so 50 Punkte. Das wäre auf jeden Fall sehr lecker. Ja, so allerdings nicht. Naja, ich habe, by the way, auch ein paar Themen mitgebracht. Und zwar, unter anderem erstmal, ja gut, das Item ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, um direkt durchzustarten. Und zwar, boah, okay, die Toadette hat auch durchgezogen. Und zwar war ja im letzten Video, wo ich euch gefragt habe, ob ihr Bock habt auf, ja, ob ihr Bock habt auf diesen neuen Account, habe ich euch auch gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich mir eine zweite Facecam kaufe. Und ja, ich habe tatsächlich eine bestellt. Die muss nur noch ankommen. Und ja, mal schauen, wann das passiert. Also, ne, ich habe die leider nicht auf Amazon bestellt, deswegen kann das ein bisschen dauern. Allerdings ist sie auf dem Weg und ja, ich sage euch dann Bescheid, wenn sie da ist, beziehungsweise ihr werdet das sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bis, ja, nächsten Freitag dann sein wird, dass ich dann den nächsten Part schon mit der Kamera aufnehmen kann. Das wäre natürlich mega nice. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil dann habt ihr endlich auch praktisch, ja, eine Sicht zu meinen Inputs, könnt dann genau sehen, was ich mache. Und also versteht mich nicht falsch,
Aber ich habe das Gefühl, dass diese Toadette nicht... Die Toadette ist nicht legit. Kann das sein? Haben wir jetzt im ersten Part hier einen Hacker einfach mit 5200 Punkten, die ist nicht legit. Die nimmt alle Grasabkürzungen. Ich meine, die fährt zwar mit diesen Quacker-Ding, aber das, ich meine, guckt euch mal an, die überrundet halt fast die Leute. Ich meine, vielleicht ist es in dem Raum nicht besonders... Okay, Alter, die Ratchet geht einfach mir vorbei. Vielleicht ist es in dem Raum nicht besonders schwer, die Leute zu überrunden. Und jetzt hat sie wirklich jemanden überrundet. Aber die ist halt gleich im Ziel. Und so beschissen bin ich doch jetzt gar nicht gefahren. Ich meine, ich konnte keine Shortcuts nehmen und so, wegen keine Pilze. Aber auf dem ersten Platz, die ist fertig. Das kann nicht legit sein. Also das verwundert mich gerade schon ein bisschen sehr hart. Also wenn das legit wäre, würde mich das sehr hart wundern. Jetzt haben wir einfach im ersten Part einen Hacker hier drin. What the fuck? Wir müssen im nächsten Race mal aufpassen. Vielleicht hat die sogar schon sich vor dem Start gemoved. So. Ich glaube, das ist dieser Niklas. Wir müssen das mal im Auge behalten. Also das ist ja ganz kurios hier. Aber um nochmal kurz auf die eigentliche Thematik zurückzukommen. Ja, die Facecam wird nächste Woche kommen. Okay, der Typ ist viel zu früh fertig gewesen. Das kann nicht legit sein. Ich bin mal sehr gespannt, was wir hier noch rausfinden über den Dude. Ich hoffe aber auch mal vor allem, dass mehr Leute reinkommen. Immerhin eine weitere Person. Naja, ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was, worüber ich mit euch reden möchte. Und ja, wenn ihr das hören wollt, dann bleibt gerne dran. Ja, wir sind leider nur noch zu viert. Allerdings ist die gute Nachricht, dass der Hacker raus ist. Das ist wenigstens schon mal was. Ja, ist natürlich schade, dass sich der Raum jetzt auflöst. Allerdings spiele ich auch gerade so nicht zur allerbesten Uhrzeit. Ich werde euch jetzt gleich mal die guten Wienfi-Statistiken einblenden. Ja, scheiße. Ich dachte, ich könnte das noch irgendwie austricksen. Hier in dem Raum sollte ich mich auf jeden Fall jetzt am besten mal nicht blamieren. ja, aber hier an der Stelle kurz die Wienfi-Statistiken. Es sind noch echt wenige Leute on, deswegen wird sich dieser Raum, denke ich mal, auch nicht füllen. Und ja, deswegen denke ich mal, dass ich nach dem Race einfach rausgehen werde, um einen neuen Raum zu suchen, weil ich habe echt Bock mal wenigstens im ersten Part ein paar Punkte zu machen und nicht weggehackt zu werden vor allem. Und ja, wir schauen einfach mal, wie sich das gestaltet. Aber dass wir jetzt im ersten Part einfach einen Hacker bekommen, also beziehungsweise ich bin mir eigentlich zu 90% sicher, dass er muss irgendwas angehabt haben, ob es jetzt Speedhack ist oder weiß nicht, irgendwie Endless Mushrooms, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall mal analysieren. Also ich habe nicht drauf geachtet, aber ich glaube, meiner Meinung nach war der nach dem Start schon sogar relativ weit weg. Ja, aber ich bin mal gespannt. Vielleicht. Wobei, nee, es muss ein Hacker gewesen sein. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt im ersten Part sowas finden, aber ja, passt. Vielleicht wird er ja gebannt. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit den Anti-Cheats so ist, weil bei Dolphin gibt es das ja nicht. Deswegen war er dann bei uns höchstwahrscheinlich auch erster, weil wenn wir jetzt mit CTGP gespielt hatten, also hätten an der Wii, hätte das System 100%ig erkannt und wir wären erster gewesen. Also gehe ich zumindest mal von aus. Belehrt mich eines Besseren, wenn ihr besser Bescheid wisst. Aber ich meine, dass das so ist, auch wenn jemand glitscht oder so, zum Beispiel auf Vulkan-Trollen, ist das ziemlich cool durch das Anti-Cheat-System, dass man einfach dann vor dem Typen ist, der geglitscht hat, und der Typ, der geglitscht hat, halt bei einem einfach letzter ist, obwohl man, also man fährt trotzdem zum Beispiel als Zweiter ins Ziel und ist dann einfach doch Erster, weil der Typ, der geglitscht hat, letzter ist bei einem selber. Und das Lustige ist, dabei entstehen einfach Punkte aus dem Nichts, was eigentlich an sich theoretisch ziemlich nice ist, beziehungsweise es hilft einfach Leuten, wenn ein Glitcher oder so im Raum ist, weil der seine eigenen Punkte verbrennt für alle anderen Leute, aber selber auch noch Plus bekommt, heißt, es werden Punkte aus dem Nichts generiert. Ziemlich witzige Geschichte. So, und wir schauen jetzt mal, das lohnt sich halt gar nicht, hier Erster zu werden, weil die auch alle 5000 Punkte haben, aber ich sag nur so, nehmen wir mit und schauen jetzt einfach mal, wie viele Leute im nächsten Race dabei sind. Plus 40, okay. Ja, schon mal 73 Punkte gegained in zwei Races. Und wir haben 8 Spieler. Okay, da würde ich sagen, dann bleiben wir doch nochmal drinne. Wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn wir hier nochmal irgendwie einen 12er-Raum zustande bekommen. Weil dann lohnt sich es natürlich richtig. Aber bei 8 Spielern sage ich auch schon so, okay, das kann sich schon gut lohnen. Okay, sehr schöne Strecke. Sehr, sehr schöne Strecke. Das könnte gut werden. Solange hier nicht sowas wie Moomoo Meadows drankommt, traue ich mir eigentlich auch zu, ziemlich gute Platzierungen zu belegen.
Wir haben ja auch jemanden drin namens MK Max oder so ähnlich, der 8000 irgendwas Punkte hat. Heißt, wir müssen hier schon ein bisschen mehr aufpassen jetzt als gegen die armen 5000er Leute, die denken, dass ich auch ein 5000er bin. Ich bin mal gespannt. Aber ansonsten sollte das hier eigentlich ganz gut laufen. Hier kommen wir noch durch, perfekt. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist erstmal, wieso letzte Woche kein Video kam, wobei das die meisten von euch schon wissen sollten. Perfekt, okay, den Andy haben wir genutzt. Das war der mit den 8000. Also wenn wir den ziehen, sollte es auf jeden Fall gut Plus geben. Ja, ich bin seit gestern wieder aus der Prüfungsphase in Leipzig da. Und deswegen habe ich auch nichts aufgenommen, weil ich einfach letzte Woche Prüfungsphase hatte. Beziehungsweise auch vorletzte Woche schon. Also wir haben eine Prüfung am Mittwoch geschrieben und die andere dann am Freitag, dann noch eine am Montag und eine am Donnerstag. Und ja, boah, mit Daisy kann man die Kurve hier richtig nice nehmen. Ja, da kommt die Dusche. Ach Mann, ey. Das ist halt so das Ding, ey. Weißt du, jetzt sind wir schon in einem relativ kleinen Raum und trotzdem kommen mir die Blue Shells angeflogen. Ja, man wird noch getargetet. Es ist einfach geil. Oh Mann, ey. Es ist halt jedes Mal. Es ist jedes Mal so. Aber gut, wir schauen mal, was wir hier wieder reißen können. Und da kommt genau das, was ich meine, weswegen ich keine Daisy fahre. Man wird halt einfach nur weggehauen von Funky Kongs. Man wird einfach nur wild geraped. Ja, Giovanni weicht uns natürlich auch aus. Der guckt anscheinend auch nach hinten hier schon. Heftig. Ja, auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, ist, dass die Prüfungen sehr gut gelaufen sind. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden insgesamt damit, weil ich habe halt jetzt extrem viel gelernt auch im Endeffekt. Und okay, die muss ganz dringend weg. Okay, er behält sie tatsächlich. Ja, wow, ey, da gebe ich die Eimer ab und dann bringt es halt gar nichts. Wir hätten die so schön usen können, aber ja, ist halt Unluck, was soll man machen? Okay, Railcut diese Runde nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass die Prüfungsphase jetzt insgesamt vorbei ist, weil es ist schon mega anstrengend gewesen, auch jeden Tag zu lernen. Und vor allem war es auch schade, dass ich keine Videos aufnehmen konnte, so wie wir es jetzt mal mit der Pushel, das wäre echt cool. Ich wollte halt letzte Woche tatsächlich eigentlich ein Video aufnehmen, war da aber in Leipzig und habe mir schon überlegt, so was ich denn da bringen könnte. Allerdings, ich würde normalerweise, wenn sowas ist, also wenn ich im Prinzip nichts aufnehmen kann, weil ich war ja in Leipzig so und da hatte ich halt keinen Laptop dabei und so, würde ich einfach eine Folge Mario Kart 8 Hacking bringen. Leider war das auch nicht möglich, da ich jetzt gerade nicht wirklich gut cheaten kann mit dieser einen Hand. Und was hier gerade schon wieder passiert, ist einfach nur schon wieder richtig geil. Aber solange wir Zweiter werden, möchte ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass es doch ganz schmackhaft sein sollte. Ich bin gerade, ich frage mich gerade nur, wer Erster ist. Aber er nimmt den Pilz noch so mit, ey, das gibt's nicht, der Matthew. Aber der Erste ist, denke ich mal, dieser Andy. Ja, klar. Man, da nimmt man gute Lines so und wird halt dafür bestraft. Ah, es tut weh. Komm, wieso kommt denn keine Blue Shell jetzt mal? Ja, mega. Bringt jetzt auch gar nichts mehr halt. Außer letzter hat einen Schock und der wird halt keinen haben. Boah, es ist schon wieder ein geiler Start hier. Rip. Aber Zitter, ich meine, was soll's. So, wäre die Blue Shell nicht gekommen, hätte ich halt durchrunnen können, aber so. Ja, ich meine, wir kennen ja Mario Kart und dafür sollte es ja jetzt auch noch wenigstens irgendwie so vielleicht 50 Pluspunkte geben. Von daher, 35 nur, boah, okay, das ist schon echt wenig. Ich dachte, wir kommen da am Anfang echt schneller voran, aber wir haben auch echt kein Glück gerade mit dem Raum, geschweige denn mit den drin. Ja, im Endeffekt kam der letzte Woche Freitag nichts, deswegen nochmal sorry, aber wie gesagt, ich war halt in Leipzig und konnte da echt nichts hochladen, auch weil ich nichts vorbereitet hatte. Es ist dann immer so eine extrem stressige Zeit kurz vor der Prüfung, weil man sich so denkt, okay, du müsstest jetzt ja eigentlich gerade alles ins Lernen stecken und hast dann halt auch so Angst, dass es vielleicht irgendwie nicht klappt und so und das, ja, ist halt sehr unschön immer in dieser Zeit, weswegen ich dann auch nichts vorproduziert habe. Okay, Zweiter? Junge, wer hat denn alles den Shortcut gefailt? What the hell? Ich spam einfach mal alles nach hinten, ja natürlich, das fliegt halt nach vorne. Okay, aber den haben wir auch nochmal getroffen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also auf Geistertal ist eigentlich immer, wenn man von Anfang an so einen kleinen Breakaway hat, dann ist man eigentlich durch. Der fährt auch runter. What the fuck? Was ist denn das für ein Raum eigentlich? Okay, das traf ich gerade gar nicht, aber was soll's. An der Stelle, wie gesagt, sorry nochmal dafür, dass letzte Woche kein Video kam, aber ich werde mich jetzt bemühen, dass die nächsten Wochen... Und wieder kommt die Blue Shell. Und wieder kommt die Blue Shell. Ich hoffe, wir werden die jetzt nicht komplett noch auseinandergenommen. Komm, wir müssen jetzt wenigstens einmal vor dem 8000er halt. Mann, es ist so lächerlich halt. Weißt du, man wird bestraft, dass man...
dass man gut fährt. Ah, oh, fuck, war ein bisschen zu weit. Mann, ey, ich find's so schade, dass wir den nicht mal ziehen, ey. Wir müssen den jetzt nochmal ziehen. Nächstes Rennen will ich Erster sein, ohne Spaß. Ja, okay, 73 ist an der Stelle schon mal in Ordnung. Ich würde sagen, wenn wir nächstes Race über 5250 kommen, machen wir dann einfach Schluss. Und wenn nicht, fahren wir einfach noch eins. Aber ich denke mal, das sollte auf jeden Fall machbar sein. 9 Spiele auch, dann wird's jetzt vielleicht doch nochmal ganz interessant. Ab jetzt werde ich mich auf jeden Fall bemühen, wieder jede Woche was hochzuladen, vor allem auf diesen Account. Ich habe, wie gesagt, mega Bock auf das Projekt und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann lasst sehr gerne erstmal einen Kommentar da und schreibt, dass ihr noch dabei seid oder schreibt mir irgendwas Nettes einfach in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall gut, dass noch welche schauen. So, und wir schauen hier mal, was wir auf Kühlschlucht erreichen können. Ich gehe aber davon aus, dass unsere Chancen da relativ gut sein sollten, aber ich sag mal nicht zu früh. Genau, ansonsten habe ich tatsächlich auch geplant, nicht nur dieses Projekt zu starten, sondern auch nebenbei noch ein weiteres Projekt. Und ja, scheiße, okay, jetzt habe ich hier falsch gedriftet, aber nehmen wir einfach den gerade. Vielleicht ist es auch besser, dass wir den Gapjump nicht gemacht haben, weil mit Maus und Tastatur ist es immer noch so ein Ding. Ich muss das alles nochmal üben, aber ja, durch die Prüfungsphase hatte ich da leider wenig Zeit zu. Aber ja. Ich habe auf jeden Fall Bock, ein weiteres Projekt zu starten und zwar kann ich da schon mal ein bisschen spoilern, es wird Clash of Clans sein. Erneut. Ich habe da ja schon mal eine kleine Let's Play-Serie gemacht. Allerdings ist das schon ewig lange her, also ich glaube jetzt seit, ich weiß nicht, wann ich das letzte Video gemacht habe, irgendwie zum fünften Jahrestag oder so und das ist halt schon echt extrem lange her, also Leute, die das Game spielen, wissen das. Ich glaube, das ist mittlerweile über 10 Jahre alt. Müsste es auf jeden Fall sein, also ich glaube 2012 kam das raus. Ja, da könnt ihr euch ausrechnen, das ist auf jeden Fall schon Richtung 11 Jahre alt. Ja, wir bekommen eine Fakebox, er kann uns nutzen, das ist natürlich jetzt sehr schade an der Stelle, ich hoffe, er kommt uns nicht. Okay, das ist wiederum gut für uns, komm, jetzt gib mir Red Shell, ich hab richtig Bock, den abzuschießen. Und es trifft ihn nicht, oder was? What the fuck? Schmerzen, ey. Okay, aber jetzt kam der Blitz, ist schon mal gut, jetzt werden wir wenigstens nicht in der letzten Sektion drunter geschockt. Mann, aber jedes Mal... Okay, ich habe nichts gesagt. Das ist sehr fein. Ja, okay, aber er ist smart. Scheiße. Okay, er nimmt das Item nicht mit. Komm, das könnte unsere Chance sein. Eine Green Shell, Mann. Ja, und er schießt die Red Shell einfach hier auf den Pilzen, Digga. Komm. Oh, es hätte ihn so schön treffen können, Mann. Fuck. Aber wir sind wieder Zweiter, also... Ist okay von der Spieleranzahl, aber ich glaube nicht, dass das für... Oder reicht? Meint ihr, das reicht für... 5250. Wenn nicht, zocken wir einfach noch ein bisschen länger. So, für den ersten Part ist er eigentlich echt okay, weil ich habe eigentlich wirklich damit gerechnet, dass wir wenigstens so 5500 erreichen. Aber der Raum ist halt viel zu klein und es sind auch echt keine guten Spieler drin. Okay, plus 93. Ah, es war noch ein 8000er drin. Okay, verstehe. Sehr schön. Ja, irgendwie macht es gerade Spaß, muss ich sagen. Also, also plus 93 ist schon echt schöner als plus 35. Allerdings sind hier nur 6 Spieler im Raum. Ich würde sagen, wir machen aber trotzdem einfach noch ein letztes Race und dann war es auch für den Part. 5300 ist auch kein schlechtes Ergebnis. Ja, als letzte Strecke Blätterwald, das ist ein sehr schöner Abschluss. Ich feiere die Strecke einfach mega hart, vor allem mit Daisy kann man die halt auch sehr fein fahren, muss ich sagen. Und ja, leider ist jetzt kein 8000er mit drin, heißt wir können hier leider keine wirklichen Punkte mehr gainen. Allerdings, wenn wir hier Erster werden, dann sollten wir... noch 5300 schaffen, womit ich dann auch für den ersten Part eigentlich ganz zufrieden bin. Ich bin mal gespannt, ab wann es dann wirklich, oder wie lange wir für die 6000 brauchen, wie lange wir für die 7000 brauchen. Ich bin mega gespannt einfach nur, wie das hier kommen wird. Und ja, ich hab halt schon, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit 5000 Punkten gespielt habe. Das ist halt auch schon endlos lange her, aber es ist verständlich so. Ich habe halt, ich glaube unter 8000, weil ich das letzte Mal 2020 vielleicht oder so, also sonst eigentlich immer zwischen, ja meistens zwischen 8000 und 9000 unterwegs. Ich meine, wenn es mal schlecht läuft, dann hat man halt mal Richtung 8000 nur und wenn es halt mal gut läuft, dann auch mal Richtung MaxVR. Allerdings das meistens nur, wenn ich auch mit ein paar Leuten zocke so und man nicht komplett verarscht wird, weil ihr habt ja gesehen so, ich habe jetzt in dem Part schön ein paar Blue Shells gefressen, da wurde ich jedes Mal gecombot so und da ist der erste Platz halt weg. In dem Raum ist es jetzt natürlich nicht so, es ist halt leider ein bisschen langweilig jetzt wahrscheinlich. Aber nutzen wir das einfach. Ich wollte sowieso noch wirklich was zu Clash of Clans sagen. Und zwar, wenn ihr
circa Rathaus 11 seid, beziehungsweise wenn ihr das Game allgemein zockt und auch aktiv spielt, dann könnt ihr gerne in den Clan kommen. Okay, das war jetzt, war jetzt gut. Scheiße, Turbostreifen nicht bekommen. Könnt ihr gerne in den Clan kommen, ich werde den Clan-Namen jetzt mal einblenden. Und zwar heißt er lustigerweise Mr. Rixo LP Clan 2, einfach wie der YouTube-Channel nur mit LP Clan 2 dran. Wundert euch nicht, den Clan habe ich erstellt, da war ich glaube ich 13. Und ja, das ist so gesehen der Zweitclan von damals, allerdings ist es jetzt der Hauptclan. Und wenn ihr da aktiv spielt, könnt ihr sehr gerne beitreten. Und ich werde voraussichtlich immer Mitte der Woche, also so mittwochs oder donnerstags, ich muss mal schauen, wie ich das dann mache, wie ich das dann eintakte mit Mario Kart Wii, werde ich dann immer ein COC-Video hochladen, wo ich dann beispielsweise Angriffsstrategien oder sowas zeige. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das bei euch ankommen wird. Ich habe halt schon ewig lang keinen Clash of... Oh, da ist der Stern, perfekt. Ich liebe das, auf dieser Strecke den Stern als ersten mitzunehmen. Es ist einfach nur geil. Ja. Also, wenn ihr Bock habt, joint den Clan gerne. Und in den ersten Video, denke ich mal, werde ich eine Angriffsstrategie mit E-Sachen zeigen. Also mit Elektro-Sachen. Weil damit auch viele angreifen so. Und das könnte auch von einigen gefragt werden. Weil, ich sag mal so, wie ich das Ganze früher aufgezogen habe, also dass ich einfach nur ein paar Dörfer zeige so und mal einen Angriff mache und nicht irgendwie, keine Ahnung, sowas zeigt wie macht man zwei Sterne ab Rathaus 11 oder sowas. Sowas ist halt mein Plan. Einfach so gute Angriffsstrategien zu zeigen, mit denen ich auch selber angreife einfach. Und ja, vielleicht könnt ihr da auch das ein oder andere mitnehmen, wenn ihr COC zockt. Mainmäßig geht es aber einfach um den Clan, um einfach mal ein bisschen zu zeigen, wie läuft der Clan, was machen wir so. Wie laufen die Clan-Spiele, wie läuft die CBL ab und so weiter. Lasst mich auf jeden Fall da gerne mal, wenn ihr bis hierher geschaut habt, wissen, ob ihr da auch Bock drauf habt in den Kommentaren. Und ja, wir sind Erster geworden im Hintergrund ohne Probleme, allerdings ist das, denke ich mal, kein Wunder, leider in diesem Traum. Ich mache nochmal, wir gucken jetzt nochmal, wenn es 8 Spiele sind, machen wir einfach noch ein Race. Ich habe gerade irgendwie richtig Bock, irgendwie doch noch ein paar mehr Punkte zu farmen, weil gerade ist es echt okay. Okay, 4 Spiele. Schade. Dann beenden wir das an der Stelle. Ich hoffe, der erste Part auf dem neuen Account hat euch gefallen. Es lief jetzt nicht so gut, wie ich erwartet habe. Allerdings haben wir trotzdem 5325 Punkte, beziehungsweise 325 Punkte plus gemacht. Das ist, sage ich mal, schon mal in Ordnung. Wenn wir das jeden Part machen, ist es okay. Aber ja, ich hätte jetzt leider ein bisschen mehr erwartet. Wie gesagt, am Anfang schreibt mir gerne euren Freundescode auch in die Kommentare. So richtig oldschool-mäßig 2013. Und dann könnt ihr auch gerne joinen. Genau, ich bedanke mich dann an der Stelle nochmal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Let's Play Mario Kart Wii mit Maus und Tastatur. Also haut rein, Leute, macht euch ein schönes Wochenende und ciao.